So, da sind wir wieder zur letzten Kampagne von Warcraft 3. Genau, die Nachtelfenkampagne. Fangen wir einfach an mit Kapitel 1, der Feind vor den Toren. Oh Gott, viel Text. Durch das heroische Opfer von Grom Hellscream wurde der Grubenlord Manoroth getötet und dem dämonischen Fluch, mit dem die Orks geschlagen waren, ein Ende gesetzt. Die Vereinigten Streitkräfte der Menschen und der Orks sind jedoch tiefer in den Wäldern von Ashenvale eingedrungen. Sie wollen herausfinden, ob dem Land noch immer eine Gefahr durch Dämonen droht. Tyrande Whisperwind, die Anführerin der Nachtelfenwächter, ist überzeugt, dass die Fremden ihre verzauberten Heimat nur Unheil bringen werden, wie immer. Dämliche Nachtelfen. Ja, da steht sie. Jetzt kommt ihre Wächterin. Ja, die hat jetzt da zumindest Angst und die hat so eine Fähigkeit, so einen Vogel loszuschicken. Den schickt sie jetzt los. Und der kann da eben so Sachen ausspielen. Ja, und die haben sich lieb. Die sind auch nicht so gut, wie sie immer denken. Ja, wie auch immer. Zumindest muss ich die jetzt spielen. Und das tue ich jetzt halt mal. Man hat hier jetzt als Arbeiter diese Irrwische. Und die Gebäude können sich einbuddeln. Mit ihrer Mega-Geschwindigkeit. Genau, jetzt buddelt er sich da ein und dadurch wird jetzt die Goldmine durchwuchert und mit der durchwucherten Goldmine können wir dann die Arbeiter dahin schicken. Muss ich jetzt warten, bis sie da durchbohrt ist. In der Zwischenzeit kann ich schon mal einen neuen Irrwisch bauen. Und ja, dann schauen wir mal. Habe bis jetzt nur zwei Kampfeinheiten. Genau, und die Irrwische können halt sich hier so einen Baum festmachen und dann sammeln sie Holz, ohne dass sie den Baum beschädigen, weil die sind ja Nachtelfen, die machen ja nichts kaputt. Und sie müssen halt auch nicht ständig hin und her laufen. Was ein Vorteil ist, glaube ich. Jo, und jetzt, da passen eben genau 5 Irrwische rein. Was ist überhaupt mein Quest? Eine Goldmine durchwuchern, habe ich geschafft. Einen Mondbrunnen errichten, einen Uhrturm des Krieges errichten und 5 Bogenschützen. Sehr schwer. Okay. Dann, also die Goldmine kann genau 5 Irrwische tragen. Das mache ich jetzt mal, dass sie noch einen kriegt. Damit die auch wirklich, ja, voll belastet ist quasi. Und dann mit dem nächsten baue ich dann mal was. Die lasse ich jetzt erstmal da. Die können zur zweit wahrscheinlich eh nicht so viel anrichten. Gut, du baust jetzt mal einen Mondbrunnen. Was hast du denn für Spezialfähigkeiten?
Das jetzt nur die Eule. Mach mal eine Eule. Genau, und die kann hier halt dann wie im Video schon gesehen so rumfliegen. Und man sieht dann eben die Gegend, wo sie hinfliegt. Zum Beispiel hier diese Goldmine. Können wir gucken, ob da was ist. Ja, die ist natürlich bewacht von bösen Orks. Ja, und dann kann man halt so sich die Sachen anschauen. Gut, der Mondbrunnen ist im Bau. Mondbrunnen ist sowas wie, ja, zum einen kann der heilen und zum anderen sorgt er eben dafür, dass man mehr Einheiten bauen kann. Glaube ich. Müsste so sein. Oh. Hier fliegen die Wachposten rum. Okay. Du kannst noch Holz sammeln gehen und du baust den Uhrturm des Krieges. Oh, ich habe nicht genug Holz. Das ist schade. Dann gehst du halt auch Holz sammeln. Mir doch egal. So, wo ist meine Eule? Jetzt ist die Eule weg. Also die bleibt natürlich nur eine bestimmte Zeit lang. Dann ist sie irgendwann auch verbraucht. Schauen wir mal, was hier noch so geht. Jo, jetzt habe ich glaube ich auch genug Holz, also kann ich das jetzt bauen. Das sind eben alles so Bäume, die Gebäude hier. Hier ist noch eine Goldmine. Genau, und noch ein Vorteil von den Nachtelfen ist, dass sie in der Nacht, also es gibt ja Tag und Nacht in dem Spiel, und in der Nacht können sie eben Schattenmimik einsetzen und jetzt habe ich vergessen, was das macht. Ja, sie sind unsichtbar, solange sie sich nicht bewegen. Ah ja, sieht man ja jetzt. Also wenn sie sich bewegen, dann sieht man sie, aber wenn sie stehen, dann sieht man sie eben nicht. Und das ist natürlich ganz praktisch. So, jetzt habe ich gleich den Uhrturm des Krieges und da kann ich jetzt fünf Bogenschützinnen hervorholen und dann habe ich die ersten Quests quasi fertig. So, das soll man zwar eigentlich nicht machen, dass man das hier so eine Row Warteschlange steckt. Ist mir jetzt aber egal. Hab ja genug Gold. Ja, jetzt müssen wir warten, bis die fertig sind. Ich denke mal, ich werde danach noch eine Quest bekommen, weil sonst wäre das ein bisschen langweilig, was ich bis jetzt machen musste. War ja jetzt nicht so der Challenge. Schauen wir mal, was hier noch so alles rumkreucht. Hier sind Fullbox. Ich glaube, die sind nicht böse. Das sind eher Freunde. So, hier ist ein Brunnen des Lebens. Ja, und da ist das Gebiet von den Menschenorks. Okay. Wie viel habe ich? Gut. Habe ich ja gleich alle. Brauche ich mehr Mondbrunnen. Komm mal her. Warum kann ich den jetzt noch bauen? Braucht er kein Fleisch. Gut, dann baust du noch so einen Mondbrunnen. Oh, meine Eule ist wieder weg, oder? Ja. Gut. Ich überlege gerade, ob ich mir die da unten hole, aber eigentlich habe ich, glaube ich, sowieso genug Gold. Also lasse ich das mal. Wann bist du endlich fertig? Mach schneller. Ja, und ich glaube, die heilen, genau. Füllt Leben und Mana wieder auf.
Ja, brauche ich jetzt zwar nicht, aber ich wollte es nur mal machen. Kann man eben eine Einheit auswählen und dann wird da das Leben und das Mana wieder aufgefüllt. Yay! So, jetzt kann ich weiter Einheiten produzieren. Mache ich noch einen. So. Juhu. Gut, jetzt habe ich meine 5 Bogenschützen gebaut. Jetzt sollte ich das nächste Quest bekommen. Genau, Hauptquest, den Paladin töten. Aber ich glaube, hier gab es noch irgendwas mit den Fullborgs. Da war was mit denen. Ah ja, genau. Sieht man ja hier. Hat einen Quest auf dem Kopf. Hallo. Also. Okay. Also er hat Angst vor irgendwas Bösem. Und deswegen muss ich jetzt seine Stammesmitglieder sammeln. Genau. Okay, jetzt muss ich 10 vermisste Fullborgs finden. Das sind ja end viele. Wo könnten die denn sein? Suchen wir einfach alles ab. Okay. Schicke ich die einfach in irgendwelche Richtungen. Werden schon irgendwas finden. Gut, was baust du mir noch? Du baust noch so einen. Yeah, was geht? Scheiße. Bisschen viele. Ich glaube, die besiege ich nicht. Nee, das könnte knapp werden. Ich will doch nur die Fullbrocks finden. Vielleicht hier. Nein, das sieht auch nach Mensch aus. Ja. Super. Schnell, lauf weiter. Na toll. Da, zurück. Zurück. Schon wieder verkackt alles. Reh, helf mir. Mach sie tot. Muck, wo habe ich denn die vielen Krieger? Gut. Aber ich will die finden. Eigentlich. Oder lasse ich das einfach weg? Ich könnte es natürlich auch einfach weglassen. Werde den Paladin auch so besiegen können. Räume ich erstmal hier auf. Mehr Mondbrunnen. Okay. Komm mal her, du Wirbelding. Ich räume hier einfach mal alles auf. Schneller, schneller. Okay, dann geht ihr dahin. Hier steht noch was von mir rum. Wo? Ach da.
Jetzt war sie unsichtbar, dass ich sie selber nicht gesehen habe. Wie blöd. So, schauen wir mal. Vielleicht findest du ja noch irgendwo Fullbox. Ich habe einen. Noch einen. Hallo. Lauft nach Hause. Das kriegen die schon hin, oder? Muss ich nicht aufpassen. Nee, das geht easy. Easy. So, hier ist wohl Sackgasse. Dann gehen wir hier hin. Oder da hoch. Ah ne, da war ich ja schon. Ich trottel. So, wo gehe ich als nächstes hin? Baue ich doch schon. So, dann greifen wir an. Da, so. Gut, dann baust du noch einen Mondbrunnen. Du kannst noch nach Fullbox suchen. Geh mal dahin. Du bist hier lang. Ah, da geht's nicht lang. Dann gehst du halt hier lang. Oh, das ist nicht gut. Aber ich habe sie gefunden. Gut, dann greif dir jetzt mal hier an. Und du gehst da weg. Oder stirbst. Mir egal. Ich glaube, du stirbst, weil du irgendwie immer hin und her rennst. Ja, ihr sollt darüber gehen. Ups, da ist auch noch was. Level up. Was kann ich denn? Senkpfeile oder Volltreffer-Aura? Ich mach die Volltreffer-Aura. Cool, jetzt habe ich doch schon 5 gefunden. Jetzt wird es sich ja fast lohnen, das fertig zu machen. Aber irgendwie habe ich keine Lust. Ja, helft mal damit. Attacke! Hier ist ein untätiger Arbeiter. Baust du halt noch einen Mondbrunnen. So. Langsam ist meine Armee richtig groß. Gut, ihr greift weiter da an. Und du auch bitte da angreifen. Mei, wie sie sich immer gegenseitig im Weg stehen. So doof. Und ihr sucht weiter nach Fullbox. Vielleicht mal dahin laufen. Nein. Geht da weg. Und ihr geht hier hin. Ah, ich habe wieder welche gefunden. Sehr schön. Wo auch immer die waren. Ich habe sie zumindest gefunden. Ah, da will ich nicht rein. Hilfe! Ah, hier sind noch mehr. Ah, da waren sie hier. Gut. Sehr schön. Jetzt fehlen nur noch 2. Die müssten doch noch zu finden sein irgendwo. Das gibt's doch nicht. Da oben? War ich da schon? Nee, dann geh mal da hoch. Vielleicht sind da noch welche. Oder du stehst da schon so rum. Yay! Ich habe sie alle gefunden. Sehr schön. Jetzt muss ich natürlich das Quest noch abgeben. Ja, geh du doch mal hin. Die kommen auch ohne dich klar. Das passt schon. Wo waren das jetzt? Da. Los, geh dahin. Jetzt habe ich auf der ganzen Karte verstreut meine Einheiten. Ist auch nicht so doll.
Ui, sammelt euch mal da unten. Du auch. Und ihr auch. Ah ja, klar, weil alle Neuausgebildeten dahin laufen. Naja, egal. Wie auch immer, wie auch immer. Ja, und jetzt kriege ich, glaube ich, als Dankeschön da so ein paar Fullbox zum Kämpfen. Und ja, das ist doch ganz gut. Können die mir jetzt helfen? Wo sind die? Hä? Ah ja, da. Sehr schön. Jo, dann helft hier mal mit. Aber ich denke, das sollte eigentlich kein allzu großes Problem werden. Hoffe ich. Ups. Da ist der Paladin. Macht ihn platt. Schnell. Dieses Ziel ist unverwundbar. Ich mag Paladine nicht. Wo bleibt meine restliche Armee? Warum ist der immer noch unverwundbar? Ah, jetzt ist er verwundbar. Alle Truff. Die einfach ignorieren. Wir töten jetzt einfach nur den. Toll, jetzt ist er wieder unverwundbar. Jetzt schnell auf die drauf. Und Einheiten nachproduzieren. Dieses Ziel ist unverwundbar. Oh, der dezimiert mich doch hier gerade ziemlich. Finde ich nicht so nett. Juhu, jetzt bin ich nur noch zu zweit. Wo sind meine ganzen Kämpfer hin? Was soll denn der Schmarrn? So, jetzt ist hier Held gegen Held. Ja, jetzt flüchtest du. Kleiner Feigling. Ah, jetzt flüchte ich. Ah, da ist noch ein Fulborg. Sehr schön. Ja, das ging jetzt doch ein bisschen schneller, als ich gedacht hatte, dass die plötzlich alle tot waren. Unschön, unschön. Oh nein, jetzt kommen da ganz viele. Wo bleibt meine Unterstützung? Na, jetzt ist er wieder unverwundbar. Gibet ja nicht. Jetzt stirbt doch endlich mal. Ja, jetzt habe ich ihn aber. Yay. Yippie. Böses Lachen im Hintergrund. Ich mache jetzt so taubstummen Untertitel. Jetzt kommen hier die Dämonen, die Untoten. Oder Dämonen, oder wie auch immer. Und jetzt sehen nämlich die Nachtelfen, warum hier ins heilige Land eingerückt wurde. Ah, jetzt ziehen sie sich zurück, weil sie Angst haben. Und wir haben die erste Mission erfolgreich beendet. Und wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann.